Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Railway Empire. Nach einer längeren Pause sind wir wieder im Germany DLC. Es tut mir leid, dass wir ein bisschen zeitlich weg waren. Das Problem war, dass ich relativ wenig Zeit hatte. Und ich jetzt aber wieder Zeit habe, das Ganze aufzunehmen. Und deswegen sollte es auch weitergehen. Wir wollen das Ganze hier ja auch schaffen. Und jetzt müssen wir mal in Hessen ein paar mehr Einwohner sorgen. So. Erstmal gucken wir uns das Gebiet von Hessen an. Haben wir da eigentlich alle Städte schon angeschlossen? Ja. So, gibt es etwas, was Kassel noch gebraucht? Du hast so gut wie von nichts. Hat Schafswolle, Weizenbier, Sauerkraut. Kartoffeln. Kassel. Bei 40.000 können wir eine Industrie errichten. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir auf 40.000 hochkommen. Fehlt dafür was? Getreide fehlt. Okay. So, wir probieren hier natürlich alles Mögliche. Ja, eine sanfte Steigung von 422%. So, wir versuchen einmal. Wir gehen hier um das Feld drum herum. Das probieren wir so nicht. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch Getreide. Aha. So. Einmal hier ran anschließen, dann daran. So. Okay. So, dann hätten wir gerne eine Zuglinie von hier nach dort. Nee, nicht nach dort, sondern nach hier. So. Da würde ich aber gerne auf das andere Gleis gehen. Genau. So. Dann einmal zack. 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 Okay. So. Perfekt. So. Zuglinie einrichten von hier bitte nach hier. So, Lokomotive wählen. Da nehmen wir hier unsere. Welches für Cargo ausgerichtet?
Gemischt, Express, gemischt. Dann nehmen wir mal die hier. So, wir brauchen nämlich noch hier ein paar mehr Einwohner. Ich hoffe, dass ich das mit dem Getreide hinbekomme. Dann machen wir dann nämlich das Bier, wollen wir dann da produzieren. So, was kriegen wir dafür? Erhöht den Ticketpreis um 7%. Das hört sich doch gut an. Lokomotive verlangsamt, da Betriebsmittel fehlen. Okay. So. Zwei Verwirrungstürme. Okay. Die könnte man noch kaufen. So. Zinsen fällig. 10.000. Kann ich die eigentlich mittlerweile mal... was habe ich denn noch laufen? 543.000. Könnten wir demnächst auch komplett zurückzahlen? Dafür warten wir nur ganz kurz, dass wir hier unsere 40.000 in Kassel erreichen. Die dann hier aber auch in der Stadt sehr gut gebraucht werden. Rennt der Zug da? Ne, der leuchtet einfach nur Licht. Okay. Hier wird entladen. Die Stadt hat Getreide jetzt im Lager. Perfekt. Mastschweine bräuchte man noch. So, wir haben auch neue Werber. Zweiten Landvermesser brauchen wir nicht unbedingt. So, Kassel. Sauerkraut und Weizenbier. Wir werden hier eine Fabrik errichten, die Weizenbier produziert. Weil bisher haben wir davon noch keine. Bahnpolizei erhöht die Transportvergütung. Ja. Wir hätten auch Getreide von... Okay. Okay. Weil der gehört uns eh, oder? Das hätte sich vermutlich mehr gelohnt. Naja. Sodele, sodele, sodele. Kassel wächst. Hoffen wir mal, dass es auf 40.000 hochgeht. Müsste es aber bald. Komm schon. Und 40.000. Und wir machen eine... Haben wir hier keine? Das Sauerkraut? Was sind das denn? Moment. Kassel. Das ist Hopfen. Sauerkraut. Wir brauchen Hopfen.
brauchen wir halt wirklich Hopfen. Oder Bekleidung. Hier kommen wir aber auf jeden Fall schon mal an Hopfen. Schafswolle brauchen wir dann das Gebiet hier für 1,2 Millionen. Sollten vielleicht noch Essen mal noch anschließen, ne? Also an Hopfen kommen wir dran. Und zwar hier oben. Dann machen wir doch mal das, was hier Hopfen macht. Hopfen zur Brauerei. So. Das ist dann eigentlich auch unsere? Ja, das ist unsere. So. Dann werden wir hier mal noch Essen mit anschließen. Die Zweigleisigkeit errichten. So. Und dann wollen wir hier auch noch die Zweigleisigkeit haben. 55.000 fehlen. Forschung. So, jetzt kaufen wir die Stöcke auch noch dazu. Insgesamt 240.000 Einwohner. 200.000 durch Fracht. Okay. Das können wir dadurch jetzt schon mal hochtreiben, dass wir jetzt hier dann neue Züge fahren lassen. Ups, dadurch ist die Zweigleisigkeit wieder weg, weil er jetzt ja wieder die gesamte Strecke abgerissen hat. So, zack. Und jetzt bitte anschließen. So. Signale. Zack, dann hier ein Signal hin, hier ein Signal hin, so, dann kommen hier noch die Gleise hin, so, einmal rüber, dann hier das Signal hin, so,
So, damit sind wir in Gütersloh. Und jetzt können wir zumindest schon mal hier hopfen. Hier runterfahren. So. Jetzt gehen wir mal noch in das Warendepot 1. Was wird derzeit überhaupt nicht eingelagert? Würste. So, wir brauchen jetzt aber Hopfen. Gut. Hopfen mit dieser Lokomotive. Drei Züge. So, und wir sollten hier vielleicht noch was rausnehmen. Und zwar Leder. Und zwar sollten wir dafür das Bier einlagern. Perfekt. So. Und 200.000 durch Waren. Das haben wir bald. Lokführer kaufen, kaufen. So. Und jetzt den Zügen zum Beispiel zuweisen. Zack, zack, zack. Nö, die brauche ich nicht. So, hier drüben ist meins. So, wir wollen uns noch weitere Gebiete kaufen. Was nehmen wir denn da zum Beispiel mal? 900.000 brauchen wir hier, 1,8 Millionen. Stuttgart. Ja. 4,8 Millionen brauchen wir hier. Okay. Ha. Einwohner. Das könnte damit klappen, sobald hier Weizenbier produziert wird. Oder dieses Hopfenbier. Da sollte ja demnächst irgendwann mal der erste Zug vermutlich eintreffen. Gütersloh wächst. Das freut mich immer. So. Beschleunigen wir das Ganze mal. So, wir müssen auch noch die Leute bis nach Essen weiter verbinden. Müssen wir noch neue Züge für machen. Wobei auch Gütersloh Essen könnte man vielleicht erstmal durchbinden nach Kassel. So. Und da nehmen wir wieder die Hilda. Doppeln die. Stadt wächst wieder weiter, weil jetzt wird produziert. So, sobald er angekommen ist, verkaufen wir den noch, weil ich glaube, das ist ein Zug zu viel gewesen. So, komm schon.
Komm schon, fahr ein. Im Königreich Preußen hat nun dieser Bismarck die politische Bühne betreten. Ein harter Hund, wenn du mich fragst. So, wir haben wieder 190 Punkte. Sie treiben sich also mit diesem Henschel herum. Ja. Ein Demokrat schlimmster Prägung. Seien Sie gewarnt, dass ich Sie und Ihr Treiben in Zukunft nicht mehr aus den Augen lassen werde. Das ist ein Konkurrent von mir. Sehe ich nicht. So, Sorgengebiet Hessen für 240.000 Einwohner bis 1856. Produziere 60 Ladungen Bekleidung. Wir müssen ja immer noch irgendwo hin expandieren, wo wir Schafswolle bekommen. Da wäre hier das Rheinland eigentlich perfekt. Weil das jetzt auch noch nicht so teuer ist. Deswegen kaufen wir das jetzt mal. Und dann können wir Essen zum Beispiel auch direkt mit Köln verbinden. So. Okay. Wie groß ist Köln? 18.000. So. 132.000. Perfekt. Oder was kostet es, wenn ich direkt so baue? Ja, machen wir so. So, wir haben schon wieder 100 Punkte. Das nächste sind dann die 200 hier, die wir ausgeben müssen. Okay. So, wir sollten auch immer mehr Leute mit unseren Städten verbinden. Wir sollten jetzt bald bei 200.000 insgesamt sein. Bäckerei in Flensburg. Gehört mir nicht. Bin nicht mal da oben in der Nähe. Komm schon. 174.000 brauchen wir. Lokomotive verlangsamt, da Betriebsmittel fehlen. So, wie groß ist Kassel mittlerweile? 58.000. Das wächst ja ohne Ende. Was braucht Kassel eigentlich noch? Kassel braucht zum Beispiel noch Schafswolle. Und zum Beispiel Sauerkraut. Mhm. Für 61.000 kann ich den übernehmen. So. 61.000 ist jetzt nichts Schlimmes. So, wir haben wieder 200 Punkte. Wir erhöhen mal die Preise für die Tickets wieder.
Da Betriebsmittel fehlen. So, das sollten wir vielleicht hierhin machen. Achso, weil Köln auch noch nicht verbunden ist. Ja, gut. So, jetzt. Stelle haben wir eine Brücke. Gut. Und an der auch zwei Brücken. Perfekt. Jetzt müssten wir den Essenzug nur noch verlängern. Verlängern wir nämlich einfach den hier weiter. Koblenz, Köln, Essen. Ja. Expresszug, ja. So, Moment. Planung löschen. Genau, 97%. Das könnte helfen. Ja. So. Ja. Okay. So, jetzt müssen wir uns mal um die Anleihen mal kümmern. In Kürze. Zack. So, das drehen wir alles um.
sind alles erstmal nur Haltepunkte. So, 80.000, das brauchen wir mal ganz schnell, wenn wir hier zweigleisig fahren wollen. Ab jetzt sollte die... Nein, die Zweigleisigkeit ist derzeit nur bis Essen. Perfekt. Okay, und jetzt nochmal Essen. So. Nochmal doppeln. So. So, perfekt. Gut, aber ich denke mal, das wär's für die 5. Folge gewesen vom Let's Play Railway Empire. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ich würde sagen, bis dahin und bye bye!